Ich hatte C und bin nicht gepunkt. Ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Ich möchte nicht in diesem Video diese Infobox hier unten haben, welche optisch mein Video verschanden würde. Daher umschreibe ich diese Begriffe so gut es geht, aber jeder kann mitdenken, bin ich sicher. Sehr gerne schreibt es in die Kommentare, ob ihr es schon mal gehabt habt und wie es euch dabei entgangen ist und was euch geholfen hat. Und mit deinem Kommentar und deiner Geschichte kannst du eventuell anderen Menschen noch helfen. Dies schafft eine Community und ich kann euch gut austauschen. Oder ihr könnt mit eurem Kommentar gegebenenfalls sogar inspirieren und gegebenenfalls anderen Menschen helfen. Ja. Ich möchte euch erzählen, wie es mir ergangen ist, wie ich es bekommen habe vor allen Dingen auch und wie es meinem Sohn Theon mit 7 Monaten dabei ergangen ist und was ich getan habe, was mir, ich denke, geholfen hat. Also ich bin nicht übergewichtig, ich habe perfekte Blutwerte, ja, mein Arzt meinte vor kurzem noch, ich werde 100 Jahre alt damit. Ja, ich mache 7-mal die Woche Kraftsport und etwas Ausdauersport, ich gehe 7-mal die Woche in die Sauna, Infrarotsauna genau genommen, und gehe auch 7-mal die Woche kalt duschen. Also bin ich sicherlich sehr leistungsfähig und glücklich, ja. So, meine Freundin hatte einen Termin in Marbella, so wird es ausgesprochen, dort blieb sie auch ein paar Tage, ein paar Nächte. Sie hatte sich jeden Tag getestet. Und auch an dem Tag, an dem sie vom Flughafen, wo ich sie abgeholt habe. Danach ist sie 4 Tage in Quarantäne gegangen, ja, während ihrer Eltern, also ja, wegen ihrer Eltern, ja, und dem Kind vor allen Dingen auch, ja. So, und bis sie am Tag 4 dann positiv wurde, ja. Das Kind und ich wurden dann auch 2 Tage später positiv. So, man kann sagen, dass der Schnelltest negativ war, sie aber schon längst ansteckend war, ja. Was ich damit sagen möchte, ist, dass sehr viel mehr ansteckend ist quasi als ja, eine normale Grippe. Das muss jedem bewusst sein, ja. Das habe ich auch gemerkt. So, der Kleine hatte einen Tag Fieber und hat viel geschlafen. Danach war alles wieder normal. Er hatte dann auch ein vermindertes Hungergefühl. Aber wie gesagt, das war's, ja. Ich hatte erst Halskratzen gehabt und habe dann etwas trockenen Husten bekommen. Da habe ich mit verdünntem Wasserstoffperoxid gegurgelt. Danach war es komplett weg, denn jenes wirkt, ja, wie soll man sagen, extrem antimikrobiell, ja, also antiviral und antibakteriell und allgemein antifungal, also alles eigentlich, ne? Ist ein tolles Mittel, ist kein Gefahrenstoff, ja, wenn es verdünnt ist. Von daher an hat mir das hier sehr geholfen, ja. 2 Tage später fing es dann bei mir an mit hohem Fieber, ja, ca. 40 Grad, mit Schüttelfrost. Dies blieb dann für 24 Stunden und war danach wieder weg. Ne? Schüttelfrost blieb dann noch einen Tag länger, Fieber aber nicht mehr. Danach ging es wieder ganz normal. Ja, ich habe mich nicht schlapp oder sonst was gefühlt. Ja, der Husten blieb noch einige Tage länger und auch noch etwas Halsschmerzen. Ja, kamen wieder halt. Ja, so, diese waren aber nicht zurückzuführen auf tatsächlich eine Entzündung, sondern eher auf eine Schleimansammlung. Ja, so, denn der Schleim hat sich nach und nach halt gelöst. Ja, so. Die aber auch nach 2 Tagen wieder weg waren, ja. Die weiteren Tage habe ich nachts noch stark geschwitzt, ja, und hab, aber wirklich nur nachts, ja, und habe 5-mal sogar teilweise mein T-Shirt wechseln müssen, komischerweise, ja. Der Rest war ich aber symptomfrei, bis auf Schleim, den ich abgehustet habe, und dementsprechend der Geschmackssinn, ja, der war ein bisschen beeinträchtigt, ja, der Schleim und der Erreger, ja, hat dann noch etwas in meinem Geschmacksnerven quasi beeinträchtigt, ja, was aber von Tag zu Tag noch wieder ganz schnell besser wurde, ja. Insgesamt waren die 24 Stunden recht unangenehm, aber mit einer Grippe vergleichbar für mich, ja. So, ich kann mich erinnern, aber eigentlich nicht ganz vergleichbar, denn ich kann mich erinnern, als ich damals noch jünger war, da war ich noch jünger, 2-mal Grippe hatte, und diese habe ich als schlimmer empfunden, da ich dort viele Tage Fieber hatte. Was hier jetzt nicht der Fall war, ja, ich kann normal die Treppe steigen und so weiter, habe keine konditionellen Einschränkungen. Ein bisschen ist die Kondition zurückgegangen, ein bisschen, das liegt auch daran, dass ich einfach 10 Tage viel gelegen habe einfach, ne, so ist normal halt einfach, ne. Ich gehe mittlerweile auch schon wieder zum Sport und vor allen Dingen, muss sagen, krafttechnisch habe ich so gut wie keine Einbuße gehabt. Das war echt erschreckend für mich, fand ich. Habe dann mal parallel auch ein paar Aminosäuren zu mir geführt, auf jeden Fall, damit ich nicht in den katabolen Zustand komme. Aber konditionell geht es halt ein bisschen zurück, was normal ist, der Körper ein bisschen abbaut, aber wirklich von der Kraft her so nicht wirklich was eingebüßt. Hab dann aber auch ein bisschen länger gewartet quasi mit dem wieder zum Sport gehen. Da habe ich mir ein paar Tage extra genommen, weil lieber zu spät als zu früh. Weil das kann einfach zu Herzmuskelentzündung auch dementsprechend führen, gerade virale Infekte halt, ja. So, was ich aber, ja, an Tag 1, ja, vor dem Ausbruch getan habe und währenddessen war meine kleine Infrarotsauna nutzen. Was mich dazu bewegt hat, die Infrarotsauna 3-mal pro Tag zu nutzen, war folgende Studie. Ich denke, jetzt kommt was ganz was sehr Spannendes, sagen wir es mal so, ja, worüber noch niemand so wirklich gesprochen hat. Also aufgepasst, diese Studie ist eine Zellstudie und daher handelt es sich nicht um gesicherte Daten. Aber nur weil etwas noch nicht weiter erforscht wurde, heißt es nicht, dass es noch nicht wirklich, ja, wirkt, ne, beim Menschen. Das kann man so nicht sagen, ja. Man weiß nur noch nicht offiziell, so, dass es wirkt, ja. So.
Aber die Daten waren für mich schon mal gut genug ja, gewesen, um dies bei mir aufzuprobieren. Ja. So, bei einem Infekt gerade mit C kommt es zu massiven Entzündungsreaktionen im Körper und zu Sauerstoffradikalen. Ja. Wir kennen sicher alle den ACE2-Rezeptor, wo das Virus dementsprechend andockt. Ja, ist gleichzeitig auch ein Enzym. Man hat Affen bestimmte Versuche gemacht. Und denn diese haben keinen wirklich kompatiblen ACE2-Rezeptor, ja, wo das Virus dementsprechend richtig andocken kann. Ja. Trotzdem erfuhren sie aber Entzündungen. Ja, dies wird getriggert durch einen Toll-like-Rezeptor. Ja. So, diese Studie hat sich genau mit diesem Rezeptor beschäftigt und Infrarotstrahlung. Wenn dieser Rezeptor durch zum Beispiel Bakterien oder ein Virus ja, dementsprechend stimuliert wird, sondert er Botenstoffe in das Zellinnere auf. Denn der Rezeptor sitzt auf der Zelle und sondert dann dementsprechend in das innere Zellbotschaften. Ja, so kann man das sagen. Und dann befindet sich die Zelle in einem Entzündungsstadium. 3, 2, 1, 0. Lift off. Und sendet bestimmte Botenstoffe aus. Ja. So einer davon ist SEAP, ein Enzym, genau genommen Phosphatase, welche sich bei der Entzündungsreaktion blau färbt. Ja. Kurz, das ist das Indiz, dass die Zelle sich in einem Entzündungsprozess jetzt befindet. Durch einen Erreger. Eine Blaufärbung. Der Erreger ist hier als LPS bekannt, das sind Lipopolysaccharide von Bakterien, ja, gekennzeichnet. Aber wie gesagt, der Spike triggert genau so diesen Rezeptor, wie es hier die Bakterien tun. Ja. Wir sehen oben die Kontrollgruppe und dann in der Mitte die Exposition mit dem Erreger. Und schon befindet sich die Zelle in einer Entzündung. Und das sieht man daran, dass sie blau wird. Gibt man dieser Zelle jetzt Infrarotstrahlung, wird dieser Prozess rückgängig gemacht, trotz der Erregerexposition, und die Zelle befindet sich nicht mehr in einer Entzündung. Das sieht man daran, dass sie nicht mehr blau ist. Das sieht man auch hier nochmal im Turmdiagramm. Also ab 6 Watt pro Quadratmeter Strahlung, ja, Infrarotstrahlung, kam es zu einer statistisch signifikanten Senkung im Entzündungsprozess. Dieser Wert wird in einer Sauna überboten sogar. Ja. So, das gleiche rechts ja auch nochmal mit dem Botenstoff Interleukin 6. Man sieht hier links, ohne Erreger keine Entzündungen. Mit Erreger massiver Anstieg, dann trotz Erreger sank die Entzündung wieder signifikant, wenn die Infrarotstrahlung im Spiel war. Des Weiteren induziert Infrarot ebenfalls die Bildung von massiven Mengen Melatonin. Eines der stärksten Antioxidantien auf dem Planeten Erde, gerade weil es so klein ist und ein Hormon ist und überall hin kann. Das Spannende ist, dass man Infrarotstrahlung auch ganz normal über die Sonne aufnimmt. Oder sogar über Grünes. Ja, das heißt, ein Teil der Infrarotstrahlung wird reflektiert durch Bäume und Sträucher und so weiter. Ja. Das Licht besteht aus verschiedenen Wellenlängen und eben zum Glück auch aus Infrarot. Diese Strahlung sind in der Lage, mehrere Zentimeter in den Körper einzudringen und selbst durch Knochen zu scheinen. Man spricht hier von 3 bis 4 Zentimeter, was definitiv so viel ist, dass der größte Teil, wenn man es von beiden Seiten quasi nimmt, den Körper, ja, eingedeckt ist. Ja. Wir sehen hier in schwarz alle Zellen. Diese nehmen mit dem Alter ab, sehen wir auch. Und darunter in rot alle Zellen, die mit Infrarot erreicht werden können. Also gute 70% aller Zellen sind erreichbar mit Infrarot. Ob das zu einem leichten Verlauf geführt hat, weiß ich nicht, ja, aber ist sicher nicht unwahrscheinlich, ja. Meine Freundin hatte übrigens die gleichen Symptome wie ich, nur ohne Fieber tatsächlich. Sie hatte zuvor auch Blutwerte abgenommen und ich hatte ihr gesagt, welche Blutwerte sie genauestens abnehmen soll, worauf es wirklich ankommt. Und ihre Blutwerte waren wirklich fabelhaft, also muss man wirklich sagen, tadellos. Und von daher an liegt es wahrscheinlich auch sehr, sehr stark daran, dass sie einfach einen sehr, sehr auch milden Verlauf quasi hatte halt, ja. So. Was ich noch sagen möchte, jeder sollte in gewissem Maße eine Prävention betreiben, denn ich glaube letztendlich, das Wichtigste, unabhängig von C oder wie auch immer halt, ist immer, in welcher Konstitution ist der Körper davor? Übergewicht, Blutwerte und so weiter halt, das kannst du nicht mal eben korrigieren, wenn du dabei bist, sondern das sind einfach Hausaufgaben, die man meines Erachtens machen sollte halt, ja. Da sollte man unabhängig von dieser Erkrankung sich auf seine Gesundheit achten quasi, dann auf Prävention ist das Wichtigste, ja, wie kein Übergewicht, Sport, gesunde Ernährung und so weiter, viel Gemüse und so weiter, unverarbeitete Lebensmittel, ja, sowie keine Mängel vor allen Dingen aufweisen halt, ja.
Supplements dazu möchte ich in diesem Kontext nichts sagen und mich nicht äußern, denn ich denke, ich habe natürlich Supplements genommen, aber jeder weiß, was ich genommen habe, da möchte ich jetzt einfach nichts zu sagen. Ich denke, das versteht ihr, ja. So, meine Ernährung war eher auf Gemüsesäfte ausgelegt, jeden Tag einen frischen Saft, so kann man sagen, für mich zubereitet habe, damit ich einfach die Verdauung entlaste einfach und trotzdem Vitamine und Minerale und vor allem Basisches bekomme halt. Das war mir ganz, ganz wichtig. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einfach allgemein inspirieren, ja, mit dieser, was ich gemacht habe und wie es mir ergangen ist und so weiter. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie es euch ergangen ist. Und vor allen Dingen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Dankeschön und ich sag ciao.